Hallo meine Lieben und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Ihr Lieben, noch viermal schlafen und dann ist schon wieder der heilige Abend. Ist der Knaller, wie schnell das Jahr wieder vorbeigegangen ist, oder? Unfassbar. Also, viermal müssen wir grundsätzlich noch schlafen bis zum heiligen Abend, bis zu möglicherweise Geschenken, aber... meine Teammitglieder und ich, wir hatten so eine kleine Weihnachtsfeier und im Zuge dieser kleinen Weihnachtsfeier hatten wir uns überlegt zu swappen. Und auch da sind wunderschöne Sachen bei rausgekommen. Das heißt, für uns war an dem Tag unserer kleinen Weihnachtsfeier, das war der 17., also wenn ihr das Video seht, war es vergangene Woche Freitag. Für mich, ich drehe es heute, einen Tag später war es gestern, war das noch so eine kleine Bescherung. Und ja, ich möchte euch natürlich sehr, sehr gerne zeigen, was dabei rausgekommen ist und freue mich, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Okay, meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr dran geblieben seid. Und ja, nochmal kurz zu unserer Weihnachtsfeier. Wir sind ja nicht alle vom selben Fleck. Also wir sind ein bisschen in Deutschland verteilt. Das heißt, Brigitte kommt oben von der Ostsee, die Katrin kommt aus Mecklenburg und ich habe mich dann zusammengesetzt, für mich, wie gesagt, gestern mit Ute und mit Alessandra. Und wir haben uns dann via Zoom miteinander connected mit Brigitte. Katrin konnte leider nicht mit dabei sein. Aber so ist das, wenn man Pläne macht, dann kommt das Leben dazwischen. Ich fand es sehr schade, aber nun gut. Es ist, wie es ist und ich hoffe einfach, dass es beim nächsten Mal dann eben auch für Katrin möglich ist. Und ich möchte euch ganz gerne zeigen, was ich für tolle Swaps bekommen habe. Ute hat gestern noch gesagt, ja, das hätte schon so ein bisschen was von Weihnachten. Sie hatte das alles so bei sich auf eine Kommode gestellt und sagte auch, guck mal, was da zusammengekommen ist. Und das war wirklich toll. Also es ist eine ganze Menge dabei rumgekommen und ich zeige euch jetzt auch was. Und zwar habe ich von der lieben Brigitte, damit fange ich jetzt mal an, einmal hier diese Box bekommen. Die sieht relativ unscheinbar aus, aber wenn man das Ganze öffnet, das ist mit Magneten verschlossen, dann hat man hier so ein ja, so eine Weihnachtsleiste mit 1., 2., 3., 4. Advent und das kann man sich hier hinten so zusammenklappen. Also dadurch, dass da Magnete sind, klackt das dann auch schön. Und dann hat man hier was, was man sich wunderbar auch auf den Schreibtisch stellen kann, beispielsweise im Büro, und hat dann seinen Adventskranz to go. In dem Falle seine Adventsleiste mit diesen LEDs. Die kann man überall nutzen und ich finde es einfach mega süß. Und sie hatte jetzt bei diesem, bei dieser Leiste hier mit Pinguinen gearbeitet. Ich glaube, sie hatte auch zwischendrin nochmal mit Schneeflocken gearbeitet. Ich weiß nicht, sie hat für jeden unterschiedlich gemacht. Also sie hatte vier unterschiedliche Sachen, sagen wir es mal so, die dann aufgeteilt worden sind. Und richtig cool. Aber das war nicht alles, was Brigitte uns geschickt hat, sondern es hat auch jeder von uns noch so ein kleines Büchlein bekommen. Und man sieht das hier schon, das ist ein Engelchen, ne? Und hier steht auch, drei Engel mögen dich begleiten in deiner ganzen Lebenszeit. Und die drei Engel, die ich meine, sind Liebe, Glück, Zufriedenheit. Und erst einmal vielen lieben Dank, Brigitte, für deine lieben Wünsche. Aber es kommt noch besser, denn das kann man aufmachen, ups, also auch mit einem Magneten. Und dann kann man das aufklappen und dann hat man hier seine drei Schutzengel. Ist das nicht süß? So
so eine so ein Taschenformat mit Schutzengel. Und das gefällt mir so, so gut. Vor allen Dingen ist das so klein, also in Anführungsstrichen so klein, dass man sich das wirklich auch mit in die Tasche packen kann und mitnehmen kann. Also richtig süß. Vielen, vielen lieben Dank, Brigitte. Dann mache ich mal weiter. Mit wem mache ich weiter? Ich mache weiter mit Ute. Ute hatte uns allen jeweils eine solche Flip-Top-Box geschenkt. Die war in Zellophan, das heißt, die habe ich gestern dann geöffnet und das war auch für mich eine Riesenfreude, weil sie hat hier eine kleine Weihnachtsbaumkugel gefertigt und das hat sie gemacht hier aus Transparentpapier, hat dann mit Silber embossed und das Ganze ausgestanzt. Da gibt es ja die Handstanze zu und das dann zusammengeklebt und man sieht das hier mit so kleinen Perlen auch verschlossen. Das heißt, das ist so ein immerwährender. Jetzt habe ich die Perle abgerissen. Oh nein, das ist so ein immerwährender Weihnachtsschmuck. Muss ich mal gerade gucken, kriege ich das hier wieder drauf? Ich hoffe. Gestern hat Ute noch so, sind die Perlen noch drauf? Sind sie noch drauf? Und wo wir gesagt haben, ja, sie sind noch drauf, war sie mega erleichtert und ich reiße es jetzt ab, aber es ist wieder drauf. Also, es ist hier eine Perle und es ist hier hinten auch als Abschluss und man kann das wirklich toll in den Weihnachtsbaum hängen und das ist ja auch, Papier vergeht ja erstmal nicht, das heißt, man kann das auch jährlich mit da reinhängen und Ute, das kann ich dir garantieren, wenn ich mir das mit da reinhänge, dann werde ich auf jeden Fall auch an dich denken und bedanke mich in diesem Fall auch ganz herzlich bei dir für diesen tollen Swap. Dann haben wir auch alle, außer Alessandra selber, von Alessandra hier eine solche Box bekommen. Und das ist auch mit diesen schönen Engeln aus Engelsgrüße gestempelt. Ups. Und sie hat hier mit diesen Rahmen, ich komme gerade nicht drauf, mit den Konturen ist das, hat sie gearbeitet, glaube ich zumindest. Also man hat natürlich auch die Möglichkeit, hier so eine Borde anderweitig zu gestalten in Form von Stanzen. Aber ich glaube, das ist wirklich hier so ein großes Etikett, weil sie hier halt auch das kleinere genommen hat, wo sich hier so ein kleines Teil löst. Das ist so das zweitkleinste, glaube ich, aus diesem Set. Aber das lässt mich jetzt nicht los. So, da bin ich gerade noch mal aufgesprungen, habe noch mal geguckt. Genau, das ist das hier aus gewellte Konturen. Und ich würde mal fast vermuten, das ist das Größte. Und das, was sie hier oben drauf hat, ist einmal das Zweitkleinste und das Kleinste. Also richtig süß. Und apropos richtig süß, also hier drin ist jetzt noch ein Duftteelicht. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein Tee, richtig gut. Den kenne ich auch, der ist sehr, sehr lecker. Und hier war noch eine große goldene Kugel drin. Die habe ich allerdings schon an meinen Mann abgetreten. Aber auch an dich, liebe Alessandra, nochmal ganz, ganz lieben Dank. Last but not least gab es von Katrin dann hier einen solchen Umschlag. Und auch Katrin hat für jeden ein komplett anderes Projekt gemacht. Also Brigitte hatte halt auch in unterschiedlichen Farben, in unterschiedlichen Varianten gearbeitet, aber vom Grundsatz her gleich. Und Katrin hat das Ganze dann noch getoppt, weil sie für jeden wirklich ein komplett anderes Projekt gezaubert hat. Und es war einfach mega. Also das hier ist so ein Umschlag, wo sie auch mit diesem Glamour-Papier gearbeitet hat und mit dem Zauber der Feiertage. Und das ist in Kombi halt einfach echt der Knaller, oder? Und dann ist hier drin ein bisschen Schoki. Aber was mir halt dabei besonders gut gefallen hat, ist, sie hat einen Umschlag im Umschlag generiert und hat damit nochmal Platz geschaffen für einen kleinen Gruß. Ne? Also frohe Weihnachten, trage den Zauber von Weihnachten immer in deinem Herzen. Und hier könnte man halt locker auch das ein oder andere Scheinchen Geld mit unterbringen. Also von daher wirklich eine tolle Idee. Und richtig schön umgesetzt. Also nicht nur eine tolle Idee, sondern auch wirklich toll umgesetzt. Und dann
hatte Katrin auch noch eine Karte mit dabei gelegt. Und auch bei den Karten hat sie für jeden eine eigene Karte in anderer Variation gemacht. Also auch richtig cool geworden ist das. Und hier diese Schüttelkarte, Katrin, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, ist, glaube ich, auch so mit na, Klarsichthüllen, Folie gemacht. Und da hat sie dann halt Pailletten reingepackt und hat ringsum auch mit diesen wunderschönen Schneeflocken gearbeitet und hat hier auf dem kolorierten Farbkarton aber auch nochmal in weiß embossed. Und hat dann, also für mich sieht das so aus wie mit diesen Blending-Pinseln, halt noch ein bisschen Farbe aufgebracht. Und das ist richtig cool. Also es ist ein mega schöner Effekt und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja, was soll ich sagen? Das waren meine Swaps, also die habe ich bekommen. Und ich kam mir dann ein bisschen mickrig vor. Ja, ich habe, ja, das habt ihr gestern gesehen, wenn ihr es denn gesehen habt, schon gezeigt, meinen Swap, den ich auch für die Onstage gemacht habe, hatte ich ja auch für meine Teammitglieder gemacht. Hier diese Zuckerstange mit meinem Lieblingstee. Und kam ich mir schon ein bisschen weit abgeschlagen vor, muss ich sagen. Aber ich finde es mega schön, was so an Swaps zusammengekommen ist. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die kommenden Swaps, weil es einfach, ja, es ist einfach wunderschön. Ne? Man bekommt halt ganz unterschiedliche Sachen. Man weiß nicht, was man bekommt. Und das war ja auch bei diesem Onstage-After-Schnack-Swap, wo ich so eine Vielzahl hatte an unglaublich schönen Sachen, wo man sich denkt, Mensch, das ist eigentlich relativ simpel, aber drauf gekommen ist man selber nicht und das macht so viel her. Von daher ist das auf jeden Fall immer eine richtig coole Sache und das hatte so ein bisschen was von Wichteln, finde ich. Also es war jetzt halt zur Weihnachtszeit und man hat hier auf einmal einen Riesenberg an Geschenken und man muss halt dazu sagen, Ute und Alessandra haben an dem Tag unserer Weihnachtsfeier erst ihre Swaps bekommen. Und auch gesehen. Für die war das halt wirklich auspacken und freuen. Das war so wie eine vorgezogene Bescherung. Und für mich in dem Falle jetzt hier bei Ute Swap auch, weil da konnte ich natürlich nicht reinschauen und bei der Alessandra habe ich auch nicht reingeguckt. Aber hier von der Brigitte, das hatte ich gesehen und von der Katrin das auch. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr denn so von den Swaps? Was gefällt euch denn besonders gut? Ich könnte hier jetzt überhaupt gar keinen Favoriten klar definieren, einfach weil mir alles so wahnsinnig gut gefällt. Und ich finde einfach diese Artenvielfalt toll. Aber ist da vielleicht sogar was bei, was ihr noch so als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für euch umsetzen könnt? Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten gilt wie immer, ihr dürft mir natürlich gerne ein Däumchen nach oben dalassen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das sehr gerne tun. Das Ganze ist ja kostenfrei und wenn ihr die Glocke hier unten auch noch aktiviert, werdet ihr auch immer über ein neues Video informiert. Ich muss jetzt mal gerade auf meinen Spickzettel gucken. Das nächste Video von mir gibt es spätestens übermorgen. Das ist dann nochmal im Zuge der Papierschwestern, aber auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr zahlreich zuschaut und kommentiert und liked und alles, was dazugehört. Und dann kommt noch ein Video und dann ist auch schon das neue Jahr da. Also wahnsinnig schnell geht das Ganze vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr sowohl am 22. Dezember mit dabei seid, als auch bei dem letzten Video diesen Jahres. Und wünsche euch in diesem Sinne schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben, hoffentlich. Und genießt die gemeinsame Zeit. Macht es euch schön muckelig, und seid lieb zueinander. Ich wünsche euch einfach eine wunderschöne Zeit gemeinsam und ja, auch schon mal an der Stelle einen guten und gesunden Start ins neue Jahr 2022. Aber wie gesagt, wenn ihr mögt, sehen wir uns mindestens zweimal noch wieder und ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf.
Tschüss.